Sie sind hier, 28. August 2018, 21.02 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Mona Bartel rückt ins Hauptfeld der US Open nach Urheberrecht Getty Images. Mona Bartel darf trotz einer zunächst verpassten Qualifikation nun doch noch bei den US Open mitspielen. Möglich macht es das Pech einer Konkurrentin. Für Mona Bartel hat sich der Traum von einer Teilnahme an den diesjährigen US Open in New York auf den letzten Drücker doch noch erfüllt. Alle Infos zu den US Open, nachdem die 28-Jährige zunächst in der letzten Qualifikationsrunde des Dameneinzel an der US-Amerikanerin Francesca da Lorenzo glatt in 2 Sätzen mit 4 zu 6 und 2 zu 6 gescheitert war, profitierte sie nun von der Absage der Rumänin Maiela Bucanescu. Bartel, aktuell auf Platz 111 in der Weltrangliste notiert, rückte als Lucky-Loserin ins Hauptfeld von Flushing Meadows nach und trifft in der ersten Runde in der Nacht zum Mittwoch auf das tschechische Talent Markéta Vondrousová. US Open 2018, die besten Bilder. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.